Kinder, wie die Zeit vergeht. Jetzt sitzen wir schon wieder auf dem Hausbiertratsch zusammen mit zwei. Ja, das ist auch gut so, Marlene. Und ich habe was Wichtiges zu besprechen mit dir. Aber nichts für Kinder. Das Gender. Gender? Was redest denn du da? Ich verstehe da jetzt nur Bahnhof. Um eine Reise geht's tatsächlich. Um eine Reise übers Meer. IPA, sagt dir das etwas? Ja, IPA sagt mir schon was. India Pale Ale. Das ist ja das Bier der alten Seefahrer. Man sagt, das haben sie gut, kräftig und stark eingebraut und nur Hopfen gestopft, damit es länger hält. Genauso ist es, Marlene. Und so ein IPA haben wir in der Hausbrauerei gebraut. Und damit es nicht zu langweilig wird, haben wir das Ganze mit Gin Botanicals kombiniert. Ah, Gin und Inder? Gender. Aber jetzt nochmal zum Mitschreiben. Gin ist da keiner drinnen, oder? Nein, Gin ist da keiner drinnen. Nur die Botanicals von Gin. Aber in was für einem Mengenverhältnis ich das reingib, das bleibt mein Geheimnis. Du immer mit deinen Braumeistergeheimnissen. Kosten wirst du mir aber schon lassen, oder? Aber gerne. Hausbiere sind ja zum Teilen da. Schön orange ist. Und ich riech schon, die Orange, die ist nicht nur farblich mit auf der Fahrt, weil die schwingt da so schön mit zwischen dem Hopfenfrischen und dem Wacholderfruchtigen. Ich nenne das gern betörende Nase. Das Blumige, das Fruchtige, Exotische und dann diese schlagkräftigen Wacholdernoten. Wunderbar, aber warte erst, bis du den ersten Schluck machst. Wow, das ist einmal eine schlagkräftige Hopfenkanone. Die feuert aus allen Rohren, bis dann die Fruchtigkeit so verflogen ist. Und 13,8 Grad Blatt, der Stammwürze hat einiges zu bieten. Dieser malzige Körper verbockt wunderbar die Bittere und lässt aber dann hinten raus gleichzeitig wieder los. Das gefällt mir total gut, das ist wie so auf einer Segelfahrt. Da weiß man auch nicht ganz genau, was kommt. Und die Kohlensäure, die ist wie schäumende Wellen. Ja, so rege. Und die kitzelt auf den Gaumennerven. Wo du jetzt sagst Gaumen, wo würdest du so einen Exoten aus dem Bierregal kulinarisch dazu empfehlen? Also mit 5,8 Volumensprozent Alkohol braucht schon einen würzigen Partner am Tisch. Ich würde sagen Soufflé zum Beispiel. Was Scharfes, Tortilla. Aber weißt du, was mir ganz gut gefällt? Das Bier solo, als Digestiv und am liebsten das ganze Jahr. Da haben wir Glück. Weil Gender gibt es ja das ganze Jahr. Und jetzt sagst du mir's, was tust du da rein an Kräuter, Botanicals und so weiter? Du schau mal aufs Etikett drauf. Vielleicht findest du das eine oder andere. Das hätte ich jetzt selber auch wissen können. Ah! Typisch Gin-Style halt, ne? Gin-Gin, auf den Gender. Du und wann treffen wir uns wieder auf ein Hausbiertratschel? Selbe Zeit, selber Ort. Und ein echt spannendes Bier? Nimm mich mit. Freue mich. Im Jahr. Zum Wohl. Zum Wohl.